Gast gibt es an der Bar für mich. Und da steht er schon, mein erster Gast, Eddie Kante. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Eddie, was trinkst du? Wasser. Wasser. Für mich, Wolf, du weißt... Wasser laut. Ja, genau, wir machen hier Schleichwerbung für Viva con Aqua. Und für mich, Cuba Libre laut, lieber Wolf. Das ist ein Traum. Vielen Dank. Den schenke ich mir gleich mal ein. Eddie, wir stoßen an, würde ich sagen, auf einen guten Abend. Das geht hier ganz flott. Und diesmal kann ich selbst einschenken, das letzte Mal... habe ich ein bisschen gepütschert. Prost. Prost, Prost. So, ganz wichtig ist jetzt zu sagen, dass ich bei Eddie Kante nicht landen konnte. Wer talk.de gesehen hat, dort ist der Clip drauf, der weiß es. Und zwar, Eddie, ich bin nicht dein Typ. So, und jetzt wüsste ich einfach mal gerne, wer denn dein Typ ist. Erzähl doch mal. Was soll ich dir jetzt dazu erzählen? Das sind ja ganz komische Fragen. Das ist nicht besprochen. Hast nicht mit gerechnet, ne? Ja, ist doch gut. Erzähl mal. Was soll ich sagen? Du bist hübsch, aber zu dünn. Alles klar. Also kein Hungerhaken. Wer jetzt ein bisschen voller ist, der darf sich melden bei talk.de. Sehr schön. Eddie, du bist Bodyguard, Schauspieler, Autor, Musiker auch vor allem und seit ungefähr 2 Jahren gehörst du zur Olivia Jones Familie und machst Kiezführungen. Was ist denn das Besondere an deinen Touren? Was ist das Besondere an meinen Touren? Darf ich halten? Also eigentlich muss ich halten. Möchtest du unbedingt halten? Ich halte mal. Ich halte. Ja, dann ich halte dich. Halt gut feste. Naja, was ist bei mir Besonderes? Besonderes ist erstmal, dass ich, wie gesagt, unter dem Namen Olivia Jones Familie und meins ist besonders, ja, ich führe anders als andere, weil sonst wäre es langweilig, sagen wir es mal so. Ich zeige den Leuten, wo ich so ein bisschen mit Udo rumgestreunt bin, erzähle die eine oder andere Anekdote, was wir wo wie gemacht haben und erzähle auch ein bisschen über Hamburg. David Wache hier, Theatermeile. Ne, das, was immer schön ist, ist, dass keiner weiß, die beiden Tore an der Herbertstraße, wo die herkommen. Und verrätst du es hier? Von dem Verrückten, den wir damals hatten. Wie hieß der? Adolf Hitler. Und der hat die 1938 dahin bauen lassen. Ist nicht wahr. Die sind nie abgerissen worden. Guck, habe ich wieder was gelernt. Oder alle anderen im Raum wahrscheinlich auch. Was macht denn den Reiz für dich aus, diese Touren zu machen? Und was hast du vielleicht im Laufe der Zeit gelernt? Der Umgang mit Menschen. Macht Spaß. Das ganze Verrückte. Vor allem kommen manchmal Fragen, dann stehe ich da und sage, weiß ich selber nicht, tut mir leid. Ja, und dann kommen aber auch Fragen, kann ich so losplaudern. Du hast ja querbeet alle Menschen und das ist schön. Du berichtest auch von der Rockerszene in Hamburg in den 80ern und da kratzen wir eine kleine Kurve. Du bist nämlich selbst Mitglied, wir zeigen es mal, der Freeway Riders aus Hagen. Du bist ein Kind aus dem Pott. Bremerhaven, aber in Hagen haben wir das Schipter, das ist das Maserschipter. Aber alles richtig. Okay, die Hälfte zumindest ist schon mal richtig. Also wie wird man Mitglied bei einem Rockerclub? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, wie wird man Mitglied? Musst einen Antrag schreiben? Nein, natürlich nicht. Es ist wie wird man Musiker? Ist dasselbe in Grün. Musst Lust und Laune darauf haben und Spaß an der Sache. Du musst dir das jetzt auch nicht so vorstellen, wie immer schön die Zeitung schreibt, dass wir nur Leute verhauen oder Schutzgeld kassieren etc. etc. Das war damals in der 70er, das ist schon lange, lange vorbei. Weil ich sag mal, bevor der Club kommt, steht Familie da und steht die Arbeit da. Und dann kommt der Club und wichtig ist, dass wir zusammen Ausfahrten machen, zusammen was unternehmen können. Und ja, wir unternehmen anders wie die Normalität, ja, aber das ist ja, wenn ich normal wäre, wäre ich bei Thyssen am Arbeiten. Und was heißt anders als die Normalität? Also was unternehmt ihr so, außer Motorradfahren? Gibt's nichts auf dem Punkt. Okay, dann andere Frage. Ist es... Sag mal, du fährst mit deiner Familie, wenn du Urlaub machst, irgendwo ins Hotel. So, wir packen uns das Zelt unterm Arm und das ist auch nicht großartig geplant, wo dann. Und dann, wo ein schöner freier Platz ist, dann bleiben wir da und dann zelten wir da 2-3 Tage und fertig, sowas.
Wir waren eben schon bei Dürr. Ist das eine Einstellung, ein Einstellungskriterium, dass ihr eher die Kräftigeren seid oder gibt es auch ganz schmale Rocker? So wie jetzt auch. Ich sage ja, das hat mit der Figur das gar nichts zu tun. Okay, das kommt mir immer so vor, weil es gibt ja auch die Harley Days hier und da guckt man sich mal um und hat den Eindruck, eher kräftig. Ja, nur weil die keinen Sport machen oder so einen dicken Bauch haben, sag mal. Ja, da verwechselt sie jetzt was. Aber du hast gesagt, dass die auch so also eine Art Ersatzfamilie wären für dich. Und eine Ersatzfamilie brauchtest du. Du hast ein Buch geschrieben und wir haben es auch hier, Eddie Kante. Rein zufällig hat Eddie Kante das Buch dabei, In meinem Herzen kocht das Blut. Und darin beschreibst du unter anderem deine Kindheit, die von Gewalt geprägt war. Du wurdest als Kind verprügelt, in den Keller eingesperrt von deinem Stiefvater. Du beschreibst in dem Buch aber auch sehr schonungslos, dass du selbst gewalttätig geworden bist, ungefähr ab 14. Würdest du sagen, jetzt zurückblickend, ist das eine logische Konsequenz gewesen? Gab es da keinen Ausweg? Wer so aufwächst, wird so? Kann ich nichts zu sagen. Ich habe so erlebt, bin so geworden. Was du vielleicht meinst, ist, das ist der Quatsch, den ich manchmal immer im Fernsehen sehe oder höre, wenn die Leute sagen, ja, ich bin selber verprügelt worden als Kind und ist doch klar, dass ich ja meine Kinder schlage. So, und frag mal meine Kinder, wie oft ich sie bis jetzt geprügelt habe. Wenn ich zu denen vorstehe und sage, kriegst gleich einen Klatsch, die lachen mich aus. Das erst mal dazu. Also das ist einfach, ich bin diesen Weg gegangen und es war damals auch noch nicht so, dass heute ist ja bei jeder... Sobald du eine Ohrfeige kriegst, kannst du ja deine Eltern anzeigen zum Beispiel. Oder du kannst sofort hin zum Jugendamt. Das gab es ja früher noch gar nicht. Früher war das, da haben die Lehrer noch mit dem Stöckchen gehauen, das kenne ich noch. Und früher war auch noch, dass wenn du dann zum Jugendamt gegangen bist oder was, naja, ein Klaps auf dem Hintern hat noch keinen geschadet. So waren die Sprüche damals und damit musstest du leben. Also deine Kinder schlägst du selbstverständlich nicht, aber als junger Mann bist du auch im Knast gelandet. Es waren Schlägereien in dem Spiel. Vorhin hast du gesagt, das Wort zumindest Schutzgelderpressung mal genannt, auch wenn du sagst, das macht ihr so jetzt nicht als Rocker. Du warst. Entschuldigung. Nö, macht nichts. Wenn du sowas heute machen würdest, wärst du sofort weg. Du brauchst kein Motorrad zu kaufen, dann bist du im Knast, dann brauchst du kein Moped. Aber du warst im Jugendknast und du warst im Männerknast. Wie ist es da? Scheiße. Ja, ist egal. Ja, Jugendknast, das geht noch, weil Jugendknast, da kannst du noch draußen arbeiten. Das ist also wirklich nicht so schlimm. Kann jeder überleben. So, und der richtige Knast, sagen wir mal, da kannst du drei Dinge machen. Du kannst schreiben, du kannst lesen und du kannst onanieren. Und das war's. Und das ist eine Stunde Ausgang. Ist leider nicht lustig, wenn du es erlebst. Aber so ist es ganz knallhart gesagt. Ne, dann geht die Zellentür wieder zu und fertig. Und das ist der geschlossene und das muss ich nicht haben. Der Jugendknast hatte aber nicht gereicht, aber du würdest sagen, nach dem zweiten hat das gereicht und du bist auf dem richtigen Weg seitdem. Der Jugendknast hat nicht gereicht. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen, unkommentiert. Und ja, das eine Mal Knast hat gereicht. Na klar, ich war 3,5 Jahre weg. Und alles, wenn ich jetzt nochmal gegangen wäre oder was, dann wird bei mir was nicht stimmen. Das war so jetzt für mich, wo ich die 3,5 Jahre dann abgesessen habe, habe ich alles abgeglichen, sagen wir es mal so, der ganzen Mist, den ganzen Scheiß. Und Gott sei Dank war nach dem Knast, kam ja endgültig, vor dem Knast war ich schon bei Udo. Und nach dem Knast kam dann für mich auch die Entscheidung, was machst du jetzt, bleibst du in Hagen, haust ab nach Hamburg. Und irgendwann war es dann so weit, dann sagte Udo selber, sag, komm hier hoch und dann bin ich... Alles abgebrochen in Hagen, dann ab nach Hamburg. Genau, das müssen wir unbedingt gleich noch besprechen. Da du in deinem Buch so sehr offen schreibst, wie begegnen dir die Menschen jetzt nach dem Buch? Sind die eher offen, neugierig oder begegnen sie dir mit Vorurteilen? Wie erlebst du das? So wie als auch. Also es gibt Leute, die sagen, wie ich damit fertig werde, mit meiner Vergangenheit. Und es gibt auch Leute, die sagen, vom Saulus und Paulus, kann ich mir nicht vorstellen. Aber was soll ich dann sagen? Ich glaube nicht, dass ich mich irgendwelchen Dritten erklären muss, weil ich habe so gelebt, ja, ich habe jetzt darüber geschrieben, ja. Und das heißt aber nicht, dass ich stolz darauf bin, um Gottes Willen. Also wenn mich jetzt einer fragt, würdest du das nochmal wiederholen, kann ich dankend Nein sagen. Auf keinen Fall. Aber bei mir war das so einfach, das ist das eine ins andere gegangen, sag ich mal. Das fing an, wie du schon sagtest, mit der Prügel von meinem Stiefvater. Und irgendwann merkst du das nicht mehr. Überleg mal, da war ich Kind, 8, 9, 10. So, und dann, ich hab dir das schon im Vorgespräch mal gesagt,
Eigentlich ist das ganz schlimm, wenn du dann im Keller bist. So. Und damals war das auch noch so. Dann hattest du Kohlen im Keller, da hattest du Holz und Kartoffeln. So, und dann habe ich mich nur überlegt, wo lege ich mich hin, damit ich einen warmen Arsch habe. So, dann habe ich mich immer auf die Kohlen gelegt, weil ich gedacht habe, Kohlen brennen, also werden die warm. Aber war leider nicht so. Ich bin sicher, die meisten hoffentlich können sich das hier nicht vorstellen. Einer, der nicht ganz glücklich war mit deinem Buch, du hast ihn eben schon erwähnt, ist Udo Lindenberg. Aber nicht etwa, weil du Böses oder Doofes über ihn geschrieben hättest, nein, sondern eben, weil du von deiner eigenen Gewalt auch berichtest. Das müsste er doch gewusst haben. Ihr habt einander 33 Jahre lang gekannt, sehr eng zusammengearbeitet, wart befreundet. Warum diese große Überraschung? Tja, das fragt Udo am besten selber, kein Kommentar. Habe ich genug drüber geredet, alles was jetzt noch kommt, ist privat zwischen Udo und mir. Und da sage ich nichts mehr zu. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde, wir sollten trotzdem zurückspringen, denn nur weil eine Beziehung zu Ende ist, finde ich nicht, dass sie per se gescheitert wäre, sondern es gab ja einfach eine gute Zeit und das waren eben 33 Jahre. Und das fing an, weil du Fan von Udo Lindenberg warst und ihm auch so schon einige Male begegnet warst und dann dir eines Tages gedacht hast, so, ich fahre jetzt nach Hamburg und guck mal, ob da die Autogrammadresse stimmt. War das so? Fast war es so. Also stimmt schon, mit 14 war ich schon Fan. Und zwar war das ja, da war ich schon, habe ich bei meiner Tante schon gelebt. Und dann kam ich irgendwann nach Hause und da war das nicht so wie heute. Heute fährst du, hast an jeder Ecke hast du so ein Tattoo-Studio oder was. Und damals, wo ich 14 war, ich bin jetzt 56, könnte das schnell zurückrechnen, da waren entweder Seemänner tätowiert oder Knackis. Und alles andere, wenn du tätowiert warst, hast du unter asozial gegolten. Und wenn du so möchtest, war das damals meine eigene Rebellion gegen die Gesellschaft. Und ich wollte nicht zur Gesellschaft gehören, also lasse ich mich tätowieren. Und dann habe ich mir das halt draufgehauen. Kannst du mal kurz draufhalten, aber ganz kurz. So. Und so sieht das aus. Sieht zwar scheiße aus, aber hält bis heute. Ja? Das ist der Unterschied. Und dann habt ihr euch aber in Hamburg, seid ihr euch begegnet und da stand er auf dem Balkon. Was passierte dann? Ja, dann sagt er, komm mal rein. Du bist doch der Typ aus dem Ruhrpott. Komm doch mal rein. Dann haben wir wirklich ganz, ganz lange geschnackt. Da saß noch Gebhard Gloni, sein damaliger Saxophonist. Und ich war in Hamburg, weil ich meine Grundausbildung hier gemacht habe von der Bundeswehr. Und dann haben natürlich auch die Leute das mitgekriegt in der Kaserne und so fing das eigentlich die Mühle an zu mahlen, sagen wir es mal so. So habe ich meine Bundeswehr gemacht, bin auch wieder zurück nach Hagen. Und dann lief das einige Jahre so, dass immer, wenn er mich braucht, hat er mich angerufen. Ne? Dann war ich monatelang hier oben in Hamburg, dann aber immer wieder eigentlich zurück nach Hagen, bis der Punkt kam, wo ich aus der Kiste raus war, wo er dann sagte, mach dir das Ding zu, komm hier hoch. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und weißt du, was ich noch sehr schön finde bei dieser Begegnung mit dem Balkon? Habt ihr Lederjacken ausgetauscht? Und jeder, der 1987 schon Tagesschau geguckt hat oder Zeitung gelesen hat, der hat gesehen, er greift mir schon das Mikro aus der Hand, der hat gesehen, dass das den Besitzer gewechselt. Was, das vertausche ich? Ja, das war nicht auf dem Balkon. Mit der Lederjacke, das war ein bisschen später. Bitte erzähl mir von der Lederjacke. Ja, erzähl mir. Mach mal eine Führung mit, dann erzähl dir auch von der Lederjacke. Das mache ich, versprochen. Auf jeden Fall, Talk.dot macht eine Führung bei Eddie Kante. Und ihr hier alle auch. Und auf jeden Fall mit der Lederjacke, das war so. Er hatte eine Lederjacke an, die hat mir gefallen. Und die ich anhatte, die hat ihm gefallen, die haben wir getauscht. Sondern irgendwann, Jahre später, da war ich schon für ihn wirklich am Arbeiten, da saßen wir im Hotel. Und er blättert so durch die Zeitung durch und sagt, guck mal, der Honecker. Der kann nicht lachen. Den siehst du nirgendwo auf keinem Bild lachen. Und wie Udo dann so ist, da meinte er dann, ja, weißt du was, den schicke ich jetzt deine Lederjacke. So. Und dann hat er das natürlich gesagt, getan. Und die Lederjacke, bis zum heutigen Tage hängt meine Lederjacke jetzt irgendwo im Museum und ist deutsches Kulturgut. Mit dem Sonderzug nach Pankow. Eddie Kantes Lederjacke ging an Honecker, an Erich Honecker. Der absolute Wahnsinn. Lieber Eddie, wir müssen trotzdem noch abschließend fragen, trotzdem die Frage, wird es eine Versöhnung geben? Ich hoffe, warum denn nicht? Weil so einen Dickkopf kann der auch nicht haben. Ein kleiner Appell, wir hoffen alle mit dir und wenn die Zeit soweit ist, dann werden wir uns nennen Talk.dot die Versöhnungstalkshow und bis dahin geben Eddie und ich, möchte mich nochmal anrobben, Eddie und ich von der Bar ab zur Bühne und dazu gibt's Musik, das Horse with No Name Orchestra. Klar
es gibt eine Menge Bereiche, in denen man viele Deutsche aufklären muss, zum Beispiel, dass die AfD scheiße ist und die Argumente zum in die Tonne kloppen. Oder wie man den Blinker richtig setzt im Kreisverkehr, nur wenn man rausfährt. Apropos Verkehr. Sie hat sich den wohl spannendsten, weil intimsten Bereich ausgesucht, in dem man aufklären kann. Herzlich willkommen bei TalkDot, Sexual- und Ehepaartherapeutin Ann-Marlene Henning. Ja, das war die Kurve, wa? War das eine Ankündigung? Du therapierst aber auch Paare, die nicht verheiratet sind. Insofern, da bin ich gerade drüber gestolpert. Vorsicht. So, Ann-Marlene, du bist aus Dänemark ursprünglich und hast dort ja auch in Kopenhagen letztendlich dieses Studium gemacht. Jetzt habe ich letzte Woche in der Zeitung Folgendes gelesen, dass es im Herbst 2015 beim öffentlich-rechtlichen Sender Dänemarks DR eine Sendung gab, die hieß Knelt for Danmark, bumst für Dänemark. Ist wirklich so. Okay, und Knell for Danmark. Von Dänemark? Knell for Dänemark. For Danmark. Knell. Knell for Danmark. Yes. Ja, also bumst für Dänemark. Und da hat der dänische Sender aufgerufen, kriegt mehr Kinder, wir haben keine gute Geburtenrate. Daher weht der Wind. Und jetzt kamen die Zahlen raus. Es sind tatsächlich mehr als 1200 Kinder geboren als im Vorjahr. Das heißt, bis Ende August werden 16.200 Babys erwartet. Sind die Skandinavier, ist der Däne, die Dänen an sich offener und lockerer mit dem Thema Sex? Weil sie einfach auch im öffentlich-rechtlichen Sender so eine Sendung machen? Wow. Ja und nein, vielleicht. Vielen Dank für also diese ich Antwort. Finde, ich finde, nein, ich weiß, super. Also, wo du schon das Fernsehen erwähnt hast, ich kann ja dänisches Fernsehen gucken und es gab auch so eine tolle Werbung, wo man Rabatte kriegte, quasi die Omas und Opas kriegten die Reise günstiger, wenn die Enkelkinder und die Kinder, die den einladen würden auf die Reise, schwanger wiederkommen würden. Ach. Ja. Mit der Bestätigung vom Arzt, also wegen dem, was du da gesagt hast. Also man möchte gerne mehr Kinder und dann kommt auch so eine Werbung. Aber die, und das ist Teil meiner Antwort, die wurde dann auch ganz schön zerrissen. Also ich habe zufälligerweise den kennengelernt, der das gemacht hat. Und die wurden richtig kritisiert, dass sowas solle man nicht machen. Also so frei sind sie denn auch wieder nicht. Aber funktioniert hat das Ganze. Bevor, ja, anscheinend, wie du sagst. Bevor wir unser Publikum und mich in therapeutische Hände begeben, möchte ich ein bisschen mehr über dich wissen, Ann-Marlene. Du bist in Dänemark geboren, in Mitteljütland. Das liegt zwischen Aarhus und Aalborg, links ab in die dänische Pampa, so ungefähr, wenn man von unten kauft. Pampa? Ja. Nee. Fahren wir da nicht alle hin und finden das ganz toll mit dem Wind und mit dem Strand und so. Und ja, oder? Okay, das kann ja, da gibt es so viele Deutsche, die waren an Orten, wenn sie die aussprechen, ich kenne sie nicht, aber die liegen da oben. Ach so, wie Aarhus und Aalborg oder so. Ihr sprecht das halt auch anders aus. Ne? Nein, das war gut, das war gut. In Aarhus bist du gelandet, auch relativ schnell mit dem Jurastudium, um dann 1985 bereits in Hamburg zu landen, als Buchhalterin bei der dänischen Südbank. Das klingt jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Kann man auch wieder so oder so sehen. Die Weihnachtsparty, also die berühmte Julefrokost, ist dann schon mal geil, wenn das eine dänische Bank ist. Und wir nur zu siebt sind, weil es so eine ganz kleine ist. Oh, okay. Und was hat dich denn nach Deutschland getrieben? 1960? Liebe. Mhm. Liebe. Ja, ich habe mich verliebt. Und dachte, ich hau mal kurz ab und kehre dann zurück zum Jurastudium. Und ich bin einfach nie zurückgekommen. Du bist in Hamburg geblieben? Ja. Und hast dann aber aus dem Buchhalterjob gleich nochmal einen anderen Job nebenbei gemacht und hast gemodelt. Du hast, du hast ganz schön so rein recherchiert. Und das ist richtig. Man kann eben, also damals, wir haben ja schon von damals gesprochen, da gab es auch den Gundlach und ganz bekannte Fotografen und die haben immer da unten auf dem Rathausmarkt fotografiert. Und ich stand da immer oben und sah diese hübschen Frauen, die da rumgesprungen sind. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht da eine Agentur suche und das hat geklappt.
Und war ich Model. Bist du bei der Bank dann trotzdem noch geblieben? Ich habe gekündigt dann nach einem Jahr oder so. Und da, das ist wieder so eine, also und da schon festgestellt, wie ich ausgenutzt worden war. Ich habe irgendwie 608 DM verdient und als ich kündigte, kriegte ich dann gleich das Angebot zu bleiben für 2300. Das nennt sich eine junge, naive Dänin. Ja, ich habe dazugelernt. Aber nein, ich werde noch ein bisschen reingelegt ab und zu. 1990 hast du den ersten Stein eigentlich gelegt, so ein bisschen auf den Weg dich begeben, wo du jetzt so ein bisschen gelandet bist. Du hast das Neuropsychologiestudium in Hamburg angefangen, richtig? 7 Jahre hat es gedauert. Ja. Es war ganz neu. Wir waren der erste Durchgang oder wie sagt man Jahrgang. Also dieses, das Neuro, das Gehirn, das war so das Jahrzehnt auch, das Jahrhirn, so diese, man glaubt, das ist so lange her, wir hören so viel vom Gehirn und so, aber die großen Maschinen, die Röhre und sowas, die sind gar nicht so alt. Und das war so die Hochzeit des Gehirns und dann, das kam auch hier an und dann konnte man plötzlich Neuropsychologie studieren. Und das hast du gemacht, bist dann nach 3 Jahren in eine kurze Studienpause gegangen. So ja, ich weiß so viel über dich. Was habe ich denn da für eine Pause gemacht? Ja, 1993, was ist da passiert? Dein Sohn ist geboren, richtig? Ja. Und du erinnerst mich dran, weil du jetzt die Uni nennst. Ich habe eigentlich verhütet. Ja, mit der Naturmethode, so Eisprung messen und sowas. Und ich weiß tatsächlich, jetzt, wo du mich dran erinnerst, ich habe dann an der Apotheke, da an der Grindel, dieses Stäbchen gekauft und saß in der Uni auf der Toilette und habe geguckt. Oh Gott, ja. Und dann mussten wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und du hast dich... Er ist jetzt 23. Er ist 23. Kannst nachrechnen. Eine gute Entscheidung. Ja. Das war 1993 und 3 Jahre danach ist etwas passiert, was dein Leben wieder komplett verändert hat. Du bist ziemlich krank geworden. Ja. Du hattest 3 Gehirnaneurysmen, wenn ich das richtig ausspreche, und musstest akut operiert werden und hast nicht gewusst, wie es weitergeht. Erzähl mal ein bisschen darüber, bitte. Nee, genau. Also die machen ja eigentlich, wie die Ärzte immer sagten, keine Symptome. Aber ich hatte schon so eine Art Sehstörung und sowas und wurde unruhig, komischerweise. Also ich dachte ich, irgendwas stimmt nicht. Und dann ging es plötzlich alles ganz schnell. Das sind einfach Blutbomben, die irgendwann platzen, im Flieger oder beim Tauchen. Ich hatte gerade einen Tauchschein gemacht. Und dann ist klar, die müssen raus. Und das ist dann eine Hirnoperation und da weiß man nicht so richtig, ob es gut oder schlecht geht. Aber ich habe komischerweise immer so ein Gefühl gehabt, ich möchte diese Dinger loswerden. Und ich war mir sicher, dass es gut geht. Tat es auch, aber es ist ein solches Erlebnis für den Körper, dass meist, wie der Arzt mir später sagte, dann so psychische Sachen im Anschluss kommen. Ängste, das mich betraf, ich kriegte Ängste, Panikattacken, all sowas. Und das kostete dann ein paar Jahre, bis das alles, ja, und meine Ehe, wenn man so will. Also ich war ganz schön gebeutelt. Aber heute ist es fast wichtig für mich, dass mir das passiert ist, weil ich bin so wach geworden. Musst du noch irgendwas beherzigen oder bist du jetzt topgesund? Also oder musst du ab und zu nochmal in die Röhre oder sowas? Nee, gar nicht. Also das ist nicht die gute Nachricht jetzt und auch vielleicht auch kein Witz, aber man geht davon aus, dass 20% der Menschen die haben. Und ich kann froh sein, dass meine entdeckt worden sind und wegoperiert sind. Du hast gerade gesagt, also Kind war schon da, dann Ehe ist auch darüber, über diese ganze Krankheitsgeschichte noch zusätzlich zu Bruch gegangen und hast dich dann entschlossen, wieder nach Dänemark zurückzugehen, eben nach Kopenhagen, um dieses Studium zu machen, das es bisher vorher nirgendwo gegeben hat, Sexualtherapie. Amerika oder, ja, es gibt schon, hier nicht, aber also in Universitäten gab es das schon, ja. Also nur nicht hier. Da bist du zurück nach Kopenhagen und hast den Sohn mitgenommen. Ja, genau so, weil ich dachte, er kann, ich bin noch neugierig, ja? Was ist? Ich habe was gehört. Ah, okay. Wir haben solche Ohren. Wir hören ganz, ganz viel. Ich sage das aber jetzt nicht laut. Nein, nein.
Also war das eine bewusste Entscheidung, bewusster Schnitt, dann zu sagen, ich gehe nach Kopenhagen und mache das Studium. Und genau, und ich fand das ganz toll und passend, dass mein Kind auch die Sprache lernen kann. Und er war ja noch klein und das war gut. Und ich bin dann irgendwann wiedergekommen und die Ehe bestand sogar noch, als wir weg waren. Also man ist auch nicht da 3 Jahre, sondern modulartig, wie es immer so schön heißt. Hoch für Zeiten und wieder zurück. Genau. Was du da genau gelernt hast, interessiert mich natürlich aus. Mhm. Musstet ihr nackt sein? Musstet das fragen doch immer alle, das oder? Das interessiert mich. Und wir geben jetzt von 6 zur Nummer 30 und das ist ein kleiner Schritt für Talkdot und für Astrid auf dem Balkon. Genau, und mit der Nummer 30 meint Peter selbstverständlich die Rückennummer. Neben mir steht der Torhüter vom FC St. Pauli, Robin Himmelmann. Einen schönen guten Abend. Hi. Hallo. Es ist so schön, ich scheine nicht der einzige FC St. Pauli-Fan zu sein. Ich fühle mich gut bei euch. Danke, liebes Publikum. Robin, die saisonfreie Zeit ist gerade vorbei. Ich will immer Ferien sagen, aber das darf man ja eigentlich gar nicht. Was hast du denn im Urlaub gemacht? Ich habe den Fanclub in New York besucht, unter anderem. Weil der New York-Trip sowieso in den letzten Jahren mal so ein bisschen auf dem Plan stand. 2014 durch meine Schulter-OP war ich dann leider verhindert, musste den absagen. Deswegen bin ich dieses Jahr hin und habe dann die Gelegenheit genutzt, in Williamsburg mal in die kleine, süß kann man es nicht nennen, aber in die sehr geschmackvoll eingerichtete Kneipe zu gehen und da mit den Jungs und Mädels ein bisschen zu schnacken. Und die haben sich gefreut, oder? Ja, es war echt super. Also ich hatte es vorhin abgestimmt, dass möglichst viele auch kommen. War dann Freitagabend da, habe noch meine Freunde mitgenommen, die mit mir in New York waren. Und es war ein richtig spaßiger Abend. Ich glaube, 4, 5, 6 Stunden war ich dann da und es war super. Hast du auch ein bisschen EM geguckt während deiner saisonfreien Zeit? In New York weniger, weil mir das dann doch so immer den Tag verhagelt hätte, wenn ich mich dann um 15 Uhr in irgendeine Bar gesetzt hätte, um dann die EM-Spiele zu gucken. Jetzt die Finalrunde habe ich dann schon fast alle Spiele gesehen. Wie war die Leistung der Torhüter? Ich glaube eigentlich durchweg positiv. Es gab eigentlich wenig Torhüter, die wirklich große Fehler gemacht haben. Alle sehr solide. Es sind ja auch nicht so viele Tore gefallen in der gesamten Runde. Und von daher alles gut. Es folgte das Trainingslager oder Bootcamp, ich weiß nicht, wie das intern. Wie nennt ihr das intern? Da gibt es eigentlich keinen bestimmten Namen. Also es ist nicht so Bootcamp-mäßig, wie man sich es vielleicht vorstellt oder wie es vielleicht auch der ein oder andere Trainer gerne mal veranstaltet. Das ist schon alles noch sehr sinnvoll geplant von den Einheiten und vom Inhalt, von daher. Das wollte ich nämlich fragen, weil man kann schön eure Facebook-Tagebücher durchwälzen und man fragt sich so, was geht da mehr ab? Der Spaß? Was geht vor, der Spaß oder der pure Ernst? Na gut, auf dem Platz geht es natürlich schon ernst zu, allerdings darf der Spaß auch nicht fehlen. Und na gut, in der freien Zeit, dann zwischen den Einheiten oder am Abend, dann steht dann doch öfters auch mal der Spaß und der ein kleiner Flachs beim Essen oder nach dem Essen im Vordergrund. Also ich glaube, eine gesunde Mischung sollte man hinkriegen zwischen Konzentration und Spaß. Wer ist denn dein Zimmernachbar? Ja, wir hatten es ja in diesem Jahr so ein bisschen anders gestaltet als sonst. Sonst sind es 2er Zimmer, da bin ich dann immer mit Schnecke auf einem Zimmer. Den hatten wir schon zu Gast. Und diesmal hatten wir uns noch Nico Empen dazu geholt, weil wir in unserem Fall in einem Dreierhaus waren und waren dann diesmal zu dritt, aber hat alles wunderbar geklappt. Wahrscheinlich braucht man auch spezielle Buddies, also selbst wenn man jetzt in eine neue Stadt kommt oder in einen neuen Verein, dass man so vielleicht 1, 2 Bezugspersonen hat? Ja, also ich glaube, zum einen kommt das natürlich im Laufe der Zeit. Mal mit dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger und ich hatte das Glück, dass ich damals im Trainingslager 2012 dazu kam und direkt bei Schnecke auf dem Zimmer war und da natürlich jemanden getroffen habe, der den Verein seit gefühlter Ewigkeit kennt und alles Mögliche weiß und alle möglichen Leute kannte. Deswegen war es für mich dann super einfach, schnell die Leute im Verein kennenzulernen und auch die Bedeutung vieler Dinge im Verein und drumherum kennenzulernen.
mit dem Urgestein. Vor der saisonfreien Zeit erreichte uns eine fantastische Nachricht, und zwar hast du vorab bis 2019 verlängert. Viele Experten und schon wieder Szenenapplaus. Ich mag das sehr mit meinen Fans da drin, also mit den FC St. Pauli-Fans. Viele Experten attestieren dir aber Bundesliga-Reife, trotzdem bleibst du beim Zweitligisten FC St. Pauli. Warum? Ich glaube, da gibt's mehrere Gründe. Also zum einen haben wir letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt und glaube, haben uns eine gute Basis geschaffen, um auch in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein. Wollen das natürlich auch wenn wir wissen, dass es eine sehr schwierige Aufgabe sein wird. Und zum anderen der Verein, die Möglichkeiten, ja, es ist halt einfach nicht nur ein Fußballverein, sondern es gibt so viele Dinge drumherum, die mir einfach mega viel Spaß machen. Und wo ich mich mittlerweile, glaube ich, auch jetzt in meinem fünften Jahr reingelebt habe. Und dazu kommt noch die Stadt und ja. Ich will dich hier auch gar nicht weghaben. Was ich aber sehr gerne mache, ist Transfermarkt googeln. Da steht bei dir eine runde Million. Außerdem hast du den Kasten vergangene Saison 16 Mal sauber gehalten. Ein Rekord von Tom Forde eingestellt. Also wenn ich jetzt Trainer wäre, irgendwie eines Bundesligisten, was müsste ich machen, um dich trotzdem zu ziehen? Oder wer müsste kommen? Naja, zum einen müsste man mit dem Verein natürlich sprechen, weil ich letztlich beim Verein noch unter Vertrag stehe. Aber ich habe mich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt, von daher. Das musst du auch nicht. Also ich möchte das auch gar nicht. Das will ich auch gar nicht. Du hast nicht als Nummer 2 angefangen und dein Posten ist natürlich auch deshalb besonders, weil es nur einen geben kann. Du hast zwar, jetzt muss ich einmal luschern, zur Rücksaison 14-15 Philipp Schauner abgelöst. Wie hast du das damals erlebt? Ja, es war das Auswärtsspiel in Bochum. Zu damaligen Zeitpunkt war Maggie Trainer und kriegte abends auf dem Hotelzimmer einen Anruf, dass Maggie mich sprechen wollen würde, und ich kam dann runter und dann hat er mir im Beisein von Matze Hein noch mitgeteilt, dass ich halt am Abend darauf das Spiel in Bochum machen werde. Und ja, war natürlich so ein bisschen überrascht schon, auch weil der Zeitpunkt jetzt ja für mich jetzt nicht unbedingt, oder ich hatte jetzt damit nicht unbedingt gerechnet, dass es an dem Abend vorher dann gesagt bekomme, und habe mich natürlich gefreut, auch auf das Spiel, mein zweites dann wirklich nach den beiden Einsätzen gegen Kaiserslautern, wovon der eine ja nur ein paar Minuten ging, und es war schon ein tolles Gefühl und es ist auch immer wieder von Wochenende zu Wochenende. Ist das, denn ihr seid ja nur 3 Torhüter und ein Trainer, kann da aber auch die Stimmung mal kippen bei so einem Wechsel? Ja, grundsätzlich ist natürlich immer eine schwierige Sache, weil eben nur einer spielen kann. Und aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie eine komische Stimmung zwischen uns war. Und auch jetzt in den letzten beiden Jahren haben wir, glaube ich, oder eigentlich seitdem ich hier bin, haben wir immer eine gute Arbeitsatmosphäre unter uns Torhütern. Und wir wissen selber, dass wir einander nur besser machen können, wenn das eben funktioniert und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, weil es dann einfach schwierig wird. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Wir nehmen es immer so als selbstverständlich, dass ihr 3 Meter in die Höhe springt, euch fallen lasst, auf Schultern und Hüften kippt. Und trotzdem frage ich mich, hast du nicht permanent Schmerzen? Also ich glaube, wenn ich permanent Schmerzen hätte, dann würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich nicht was anderes mache. Und deswegen glücklicherweise, klar, es ist immer mal wieder hier und da was, ein Körperteil, das sich meldet, allerdings kein durchgehender Schmerz von Tag zu Tag, irgendwie was am Knie. Kann vielleicht noch kommen im Alter und mit Karriereende, ich hoffe nicht, aber bislang geht's. Nee, bis dahin ist es möglichst noch lange hin, aber ganz kurz, wenn wir 10-12 Jahre weiterspringen, was kannst du dir vorstellen nach der aktiven Karriere? Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt langsam mal mein Studium zu Ende kriegen. Ich jetzt mit meiner Bachelorarbeit, die schiebe ich die ganze Zeit so vor mich her. Und welches Studienfach? BWL und Wirtschaftspsychologie. Und dann kann es dahin gehen, es kann natürlich auch irgendwas im Fußballbereich sein, es kann irgendwie sich im Laufe der Jahre irgendwas entwickeln, dass es was völlig anderes ist oder was auch immer zustande kommt, war ich jetzt echt noch nicht zu... Nee, müssen wir auch noch lange hin. 2 aktuelle Sachen noch, und zwar steht nämlich, wenn wir einmal rüberschwenken, dort winkt er Fahrrad. Der FC St. Pauli hat gerade am Samstag jetzt offiziell verkündet, die Patenschaft übernommen für die Flüchtlingsmannschaft. FC Lampedusa St. Pauli, und abermals 10 Applaus.
Fahrrad ist der Torhüter und natürlich bist du sein Vorbild. Typisch St. Pauli? Ja, ich glaube, das ist eben eine der Sachen, wovon ich vorhin schon gesprochen habe, die den Verein halt nicht nur als Fußballverein dastehen lassen, sondern einfach als Verein, der sich viel ums Viertel und um soziale Projekte kümmert. Und das passt einfach auch in dem Fall wieder wie die Faust aufs Auge. Und dann noch, die Sportschau hat es versucht, Sportbild, und wollte euch die aktuelle Taktik aus dem Kreuz leiern. Jetzt sag mal, die Saison kommt, wie wird sich der FC St. Pauli aufstellen, wie ist die Taktik? Ja, ich habe heute nochmal mit dem Trainer gesprochen, ob ich es verraten darf oder nicht. Wir sind dann zum Ergebnis gekommen, dass ich es sagen darf, wenn es hier keiner weiter sagt, vor allen Dingen nicht nach Stuttgart. Wir haben es gegen Sevilla schon versucht mit 11 Leuten. Das sah ganz, ganz gut aus eigentlich. Also 11 Mann schon mal. Genau, deswegen spielen wir auch damit 11 Mann, haben uns entschieden, mit einem Torhüter und 10 Feldspielern zu spielen. Und sind uns auch einig, dass alle nach vorne und nach hinten arbeiten sollen. Okay, und ganz im Ernst, wir stehen hier auf dem Balkon mit Blick, 10 Applaus again, mit Blick auf den Spielbodenplatz. Was ist dein Ziel? Mein Saisonziel? Naja, es gibt mehrere Saisonziele. Zum einen, was für mich immer über allem steht, ist einfach verletzungsfrei zu bleiben. Das Gleiche wünsche ich natürlich auch meinen Mitspielern, weil ansonsten wird es einfach schwierig. Das haben wir in der Saison gesehen, wo wir uns erst am letzten Spieltag gerettet haben, dass dann es schon schwierig wird, wenn man 6, 7, 8 Langzeitverletzte über die Saison hinweg hat. Von daher ist das Hauptziel und dann natürlich erfolgreich zu sein. Und der Erfolg ist schwer zu messen, weil es einfach dieses Jahr wieder eine sehr, sehr schwere Liga sein wird. Wir wollen gut starten und uns dann ja, von Wochenende zu Wochenende bewegen und Schritt für Schritt gucken, dass wir uns oben ja, etablieren, so wie wir es in der letzten Saison gemacht haben. Und ich glaube, was dann wirklich im Mai nächsten Jahres stehen wird, ist noch ja, sehr, sehr, sehr schwer vorherzusagen. Viele, viele hier aus dem Publikum werden genau das beobachten. Vielen Dank soweit. Wir sprechen uns später noch und damit zurück zur Bühne zu Peter und Ann-Marlene. Ann-Marlene Henning ist bei mir zu Gast hier oben auf der Bühne. Wir sind jetzt in deiner Zeit in Kopenhagen, Studium zur Sexual- und Paartherapie. Was macht man da? Ich dachte, er hätte die Frage vergessen in der Zwischenzeit. Das haben hier schon manche gedacht. Ja, man lernt eben alles über Sex und man bleibt angezogen, man hat keinen Sex. Das muss man denn abends machen, geht mal üben, sagen die. Nein. Alles klar. Was sagt denn eigentlich dein Sohn dazu, dass du immer so offen über Sex sprichst? Nein, das ist, ja, kennt's ja nicht anders. Also von Anfang an war das so. Ja, das ist mir dann später aufgefallen, dass mich schon das Thema immer interessiert hat. Und ich habe dauernd mit Freundinnen drüber geredet und ich habe auch dauernd ihm was dazu gesagt, wenn er nackt durch die Bude gelaufen ist, oder? Und irgendwann habe ich dann gefragt, ist es okay, wenn ich auch ab und zu eine Anekdote erzähle, oder wie geht's dir eigentlich so im Gymnasium, wenn die mit nach und nach mitkriegen, was deine Mutter macht? Und er ist komplett entspannt. Er sagt einfach, ja und, was soll da sein? Echter Däne. Ja. Wir gehen ein bisschen zurück. Die Geschichte der Aufklärung in Deutschland ist ja ein tolles Kapitel. 1967 ging es los mit der Bundesgesundheitsministerin Käthe Strobel. Die hat den ersten Sexualkunde-Atlas rausgebracht und den Aufklärungsfilm Helga. Ja, ihr lacht. Hast du den jemals gesehen? Gab es sowas Ähnliches in Dänemark auch? Oder hast du Helga gesehen? Ich habe den nicht gesehen, nur als einen kleinen Clip in einer Fernsehsendung, wo ich dazu was sagen musste. Da habe ich 2, 3 solche Filme gesehen, die ich nicht kannte. Aber in Dänemark, muss man sagen, da war das ein bisschen früher. Einfach. Da reden wir dann schon von in den 40ern gab es, ich habe ein Beispiel, das ist ein Psychologe, der jetzt auch 93 ist, also noch schreibt und praktiziert und immer noch über Sex redet. Er hat, ja, seine... Diese Frau Bilder im ist, Kopf. Ja, sorry, ich kann nur so. Er hat als junger Mann, da war er noch nicht mal fertig mit seinem Psychologiestudium, ein Buch schon herausgebracht, Die Fragen vom kleinen Peter. Und das gibt es sogar auf Deutsch. Oh.
Ja, kennt ihr das? Das muss ich haben. An seine Mutter. Das muss Und es ging um Sex. Ja. Ja. Ist verwunderlich, Ben. So, dann haben wir so ein paar große Aufklärer gehabt. Oswald Kolle, natürlich viele, wie auch ich, das Dr. Sommer-Team von Bravo. Dann Beate Use nicht zu vergessen. Für alle, die uns in den ehemaligen DDR-Gebieten, darf man das überhaupt heutzutage noch sagen, 2016. Siegfried Schnabel gab es in der DDR, der hat auch aufgeklärt. Man muss es sagen, weil es einfach viel mehr gab. Ah. In den alten Ländern, oder wie willst du es nicht ausdrücken oder ausdrücken? Also nein, herrschte eine andere Kultur diesbezüglich. Wie ich immer wieder sage, fast wie ich das kenne aus Dänemark. Ein anderer Umgang damit. Man zeigte Dinge im Fernsehen, es gab Bücher, andere. Man konnte die Pille zum Beispiel bekommen, ohne dafür zahlen zu müssen. Eine andere Grundeinstellung zu dem Thema Sex. Dann gab es Mitte, Ende der 90er ja noch Wahre Liebe, Liebe Sünde, Lilo Wanders, Matthias Frings, Verena Feldbusch-Brot oder wie sie alle hießen. Und dann kam, also und das waren aber so Wellen, weil danach war wie abgebrochen Anfang der 2000er. Warum? Ja, also es gibt ja immer die Theorien, warum es gibt immer Pro-Sex und Anti-Sex. Und die Welle, das liegt wahrscheinlich am AIDS. Also da ist eine grausame Krankheit gekommen und alle, die in meiner Jugendzeit, ich bin 64 geboren, einfach schön rumgevögelt haben, haben plötzlich ernst darüber nachgedacht, ob sie sich schon was geholt haben. Und das macht was. Mit dem freien Sex, mit dem Spaß dran und ja. Ja, und dann war lange nichts und dann kamst du 2012. So kann man sagen, weil, oder? So war so. Das hört sich gut an. Ja. Dann kam lange nichts und dann kam Ann-Marlene. Und dann kam ich. Da hat mir jemand ein Lied zur Hochzeit geschenkt. Also mein Sohn, das hieß. Und dann kam er. Okay. Die spielen gar nicht mit. Make Love heißt das Buch, bevor ihr jetzt auch noch unter die Sänger geht, wurde in über 20 Sprachen übersetzt. Das ist übertrieben, in 8. Was steht denn da auf deiner Homepage? So angeben, wenn es nicht stimmt. Nee, aber waren das nur 8? Aber das ist ja auch schon mal was wert. 8 Sprachen. Toll, und ich fand das interessant, wie die ausgesehen haben, die Ausgaben. Die französische Ausgabe zum Beispiel, die schwarz. Oh. So, und das Koreanische, da kann ich nicht lesen, ob die es richtig gemacht haben, aber es ist weiß und dann ist da so ein pinkes Herz vorne drauf. Wenn man aber dann aufklappt, ist es wirklich wie ein Finger drin. Oh. Und alle Fotos, wo mehr als der Kopf drauf ist, sind nicht drin. Soweit zum Asiatischen. Text, ja. Und die Russen? Ist klar, Putin hat wahrscheinlich gleich alles wegradiert. Die wollten und dann habe ich Nein gesagt. Das sollte tatsächlich das alles, was Homosexualität betrifft, rausgeschrieben werden und dann habe ich Nein gesagt. Und deswegen gibt es das nicht auf Russisch. Sehr gut, Ann-Marlene Henning. Das Buch wurde sehr schnell vom Fernsehen entdeckt. 2013 begann die Doku-Serie Make Love, zuerst in den dritten Programmen der ARD, dann gewechselt ins ZDF. Jetzt lief die vierte Staffel. Menschen zu finden, die in dieser Serie mitmachen, wie schwierig war das? Oh ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich denke doch, wenn man diese Sendung sieht, die es auch gibt, zu früherer Stunde, zu Sexualität, so halbsexuell, laufen Leute durchs Bild, wo man denkt, wo haben sie die gefunden? Und ich meine es jetzt nicht wertend, es geht immer um Swingerclubs, um Lack und Leder, aber wenn man was sucht für den normalen Sex, nur um darüber zu reden, meldet sich keiner. Und das war jetzt kein Witz. Es ist nicht einfach. Ihr habt es geschafft. Genau, und weißt du, was mir gerade einfällt, wenn wir schon so viel Werbung machen? Ich bin ja beim ZDF, aber ARD wiederholt heute Nacht eine und dann die alten Folgen. Kommen wieder? Oh, wie schön! Vielleicht gibt es ja noch mal Geld oder so, kann auch sein, ne? Nein. Nein, natürlich. Deswegen crowdfunde ich ja mein Kartenspiel, da gibt es kein Geld. Das ist übrigens ein Thema, das wir gleich haben, denn du hast weiterhin so, man muss wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes geile Ideen, dass du weitermachst. Wir werden nämlich gleich ein Kartenspiel kennenlernen. Erstmal soweit danke, dass wir über die Liebe sprechen durften. Make Love wird wahrscheinlich, reden wir auch nochmal gleich drüber, in die fünfte Staffel gehen, wird noch ein drittes Buch erscheinen. Also es wird ein bisschen Zukunft noch geben mit Make Love. Ja.
Mhm. Ich habe besser verhandelt, ich habe mich nicht reinlegen lassen. Oh. Ich habe dazugelernt. Ja, und das ist das, was dieser Talk so mit mir noch bevorsteht. Bessere Verhandlungen, meine sehr verdammt. Jemand, der über Liebe sehr gut schreiben kann, den hat jetzt Astrid zu Gast am DJ-Pult. Und Peter meint nur unter anderem, du trägst keine Liebe in dir. Neben mir steht Sänger, Hitproduzent, Arrangeur, Produzent Michel van Dijk. Guten Abend. Hi. Hi. Das haben wir jetzt aufgeschnappt von Ann-Marlene, ab jetzt nur noch Hi. Ich werde das umbenennen. Michel, und seit dem Wintersemester 2013 bist du auch noch Professor für? Also offiziell für Popmusik. Ja, und zwar für Komposition. Also genau. Ja, genau. du wirst von Kritikern und von befreundeten Sängern, von Musikern hochgelobt in deiner Arbeit. Wie bringst du denn einem Studenten bei, dass vielleicht sein Stück, was er jetzt so als Magisterarbeit oder Semesterarbeit gemacht hat, nicht ganz so gut ist? Also ich lobe ihn erstmal. Weil das sollte man immer zuerst machen und dann sagen, ich wünschte mir, das habe ich allerdings von den Studenten gelernt, die sagen immer, ich wünschte mir, dass der Bass vielleicht ein bisschen lauter wäre. Und ich bin ja eigentlich kein gelernter Pädagoge. Ich habe mir das bei den Studenten abgeguckt, die sind super. Das heißt also im wahrsten Sinne des Wortes, da ist schon viel Schönes dabei, ist dann damit nicht so desaströs, könnte ich mir vorstellen. Nee, es macht mir total viel Spaß. Ich habe mir nie vorstellen können, Lehrer zu werden oder zu sein, weil ich fand das unfassbar langweilig, jemand was beibringen zu wollen. Und ich hatte nie gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Kann man das denn wirklich lernen? Und was hast du möglicherweise davon? Beeinflusst das auch deine Kreativität? Ja, also als ich angefangen habe, hatte ich überhaupt keinen Plan. Wie gestalte ich dieses Studium? Mir war nur klar, ich will die Studenten inspirieren. Und letztendlich basiert Songwriting für mich persönlich nur auf Sachen hören, also Einflüsse in sich aufnehmen und vielleicht auch die Theorie verstehen oder wie man, wenn man etwas hört, wie man das reproduzieren kann. Das war mir erstmal wichtig, dass die Studenten anfangen zu hören. Also haben wir erstmal angefangen, uns Sachen vorzuspielen. Und vor allen Dingen ist es ja löblich, dass die überhaupt etwas lernen wollen von der Pike auf an. Viele wollen ja gerade Sänger einfach nur Star werden, so im Vorbeigehen. Gäbe es irgendeinen Grund oder irgendeine Chance, mit einer Castingshow wirklich erfolgreich zu werden? Was ist deine Einschätzung? Ich glaube, es kommt auf die Castingshow drauf an. Ich persönlich finde ich, dass ich zurzeit, ich muss auch sagen, ich gucke natürlich keine Castingshows. Aber natürlich nicht. Nee, aber ich habe das natürlich damals mitbekommen wegen der DSCS oder wie hieß es nochmal? Vergessen, egal. Und ich glaube, ich saß mal bei einer Plattenfirma und diese Plattenfirma hat damals dieses Format unterstützt und den Künstler herausgebracht. Der gleiche Künstler ist 3 Jahre später zu der gleichen Plattenfirma gegangen mit seiner neuen Platte. Und dann hat mir dieser Typ erzählt, ja, das können wir doch nicht rausbringen, weil der Typ ist fürs Leben gezeichnet. So krass tatsächlich. Also liebe Talente da draußen, bewerbt euch nicht bei einer Castingshow. Obwohl dich als Juroren sehe ich da eigentlich schon. Gut, du hast... Na? Weiß ich nicht. Gut, okay, wir beide sehen dich da nicht. Du hast deine Karriere zu einer ganz anderen Zeit gestartet. Da gab es noch keine Castingshows. Und du hast die ersten Charterfolge in den 90ern gemacht. Das war eine andere Zeit, ne? Da sahst du auch anders aus, so mit Fledermausärmeln. Da war man geschminkt, da hat man gepost. Wie siehst du das rückblickend? Also ich glaube, ich war doch ganz schön mutig, wenn ich das so jetzt rückblicke. Also da gibt es so, ich sollte es eigentlich nicht sagen, weil ich mich selber da vielleicht mit schade, aber es gibt so alte Videos im Internet. Da würde ich mich so freuen und vor allem meine Söhne drauf aufmerksam gemacht. Papa, wie siehst du denn da aus? Und, aber letztendlich muss ich sagen, okay, ich habe wenigstens was riskiert, weil ich habe heutzutage das Gefühl, dass jeder Zweite will aussehen wie Mark Forster, Cappy, Bart, das war's. Wie wolltest du denn damals aussehen und wer hast du möglicherweise ausgesehen?
Ja, wie ein Paradiesvogel. Ne? Also David Bowie war mein großes Vorbild und das habe ich dann nachempfunden auf meine Art und Weise. Jetzt 30 Jahre später sagt eine Freundin von mir, also du siehst aus wie Nicole, wie diese Schlagersängerin. Okay, nicht ganz David Bowie, aber immerhin. Du bist getourt als Vorprogramm für große Bands, für Simple Minds, Oasis, Running. Mit wem war die Show denn am besten? Was hat am meisten Spaß gemacht? Also mit Simple Minds auf jeden Fall. Erstmal war es eine Europa-Tour, das heißt, wir haben ganz Europa kennengelernt, die ne, Paris und Lissabon und was weiß ich. Und das war unglaublich, weil ich hatte bis dorthin nur für 15 Leuten gespielt und plötzlich waren es 15.000. Und da die Simple Minds uns so nett waren, uns den kompletten Sound und das komplette Licht zu geben, die auch hatten, hatte ich... Entschuldigung, ist das ungewöhnlich? Ja, das ist schon ungewöhnlich. Also als Vorband, da kriegt man meistens, also man ist nicht so laut wie die Hauptband, man hat nicht so viel Licht. Und bei Oasis zum Beispiel, als wir da mal Vorprogramm hatten, da haben sie das Saallicht angelassen und nur Monitor-Sound angemacht. Und das war natürlich hart, weil wir haben uns wirklich, also alles gegeben. Und es sah scheiße aus und klang scheiße. Ja, ich sag mal so, es hat keiner mitgekriegt. Das ist auch nicht wirklich schön. Würdest du sagen, dass du grundsätzlich fürs Tourleben überhaupt geeignet bist? Du hast einige Tourneen hinter dir. Kannst du das? Ja, aber es gibt, ehrlich gesagt, man wird ziemlich dumm, wenn man auf Tour geht, wenn man nicht aufpasst. Man muss echt aufpassen, weil das wird natürlich zu einem Ritual. Man fährt erstmal, was macht man, wenn man, okay, vielleicht lesen, aber irgendwann lässt man das Lesen sein und guckt nur noch Videos oder schlimmer noch, spielt PlayStation den ganzen Tag. Also man reist ja sehr viel. Dann macht man Soundcheck, dann trinkt man ein bisschen Alkohol vor dem Soundcheck. Dann trinkt man noch mal ein bisschen Alkohol nach dem Soundcheck. Dann geht man auf die Bühne und dann trinkt man ein bisschen Alkohol nach dem Auftritt. Dann schläft man lange aus und so weiter. Und wenn man das anderthalb Jahre lang macht, das habe ich Gott sei Dank nie gemacht, kann ich mir gut vorstellen, dass man ziemlich doof wird. Gut, zum Glück bist du überhaupt nicht doof geworden. Da sind wir wirklich mächtig froh. Dir wird aber nachgesagt, dass du auch mal was vergisst. Und auf deinem aktuellen Album Doppelleben gibt es einen Song dazu. Und zwar, sag mir jetzt nochmal, bloß nichts vergessen. Etwa ist vergessen? Ich habe bestimmt was vergessen. Ach, Entschuldigung, danke Michelle, dass du mir hilfst. Das ist autobiografisch, oder? Ja, und zwar, der Titel ist mir deswegen eingefallen, weil es kann mal passieren. Ich habe nämlich, ich koche sehr gerne und ich koche auch sehr gerne Linsensuppe. Und da habe ich einmal die Linsensuppe auf dem Herd stehen lassen, bin 24 Stunden, habe das Haus verlassen. Und als ich zurückkam, war klar, Tür, Feuerwehr, Polizei. Aber die Bude ist nicht abgebrannt. Aber das wirklich Bemerkenswerte ist, dass mir einen Monat später genau das gleiche nochmal passiert ist. Ist nicht wahr? Doch. Ich habe also zweimal renoviert. Die Bude sieht wahrscheinlich fantastisch aus. Michelle, du hast Preise gewonnen, unter anderem die goldene Schallplatte für Du trägst keine Liebe in dir. Und meine Frage ist jetzt eigentlich mal so grundsätzlich, hilft es eigentlich, Popstar zu sein, um Frauen kennenzulernen? Zweifellos. Toll, erzähl mal. Also sagen wir so, das Beste war, weil als Sänger ist es nochmal wiederum sehr viel einfacher, Frauen kennenzulernen, als wir auf der Bühne waren in Paris, in diesem berühmten Laden, ich habe leider den Namen vergessen, Olympique? Scheiße, egal, auf jeden Fall viele Leute, und als wir die Bühne geändert haben und der erste Song fing an, die Franzosen sind so ausgeflippt, dass ich kurz unterbrechen musste, um zu sagen, wir sind nicht Simple Minds. Also, das war total skurril. Und die Hände, und ich musste so viele Hände, es war unfassbar. Und die ersten 10 Reihen, alles Models, keine Ahnung, es war unfassbar. Also das war wirklich, da habe ich wirklich gedacht, boah, was ein Zirkus, was für ein Quatsch eigentlich.
Es klingt danach. Also Popstar zu sein, ist das absolute Geheimrezept. Eine Frage muss ich persönlich noch stellen, denn du hast Ruben Cossani gegründet mit wunderbarer Musik. Die war eher von den Kritikern hochgelobt. Du hattest eine besondere Fanschaft, aber es war nicht so der Komplettdurchbruch der Massen. Was ist dir denn wichtiger, Millionen zu erreichen oder wirklich gute Musik zu machen? Naja, ich kann leider nichts anderes als versuchen, die bestmöglichste Musik zu machen. Und dagegen kann ich gar nicht ankämpfen. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache etwas, um kommerziell erfolgreich zu sein oder fange an nachzudenken, shit, also der Titel muss jetzt 3:25 sein, sonst wird er nicht im Radio gespielt. Also das versuche ich alles auszublenden. Ich versuche es, aber es gelingt mir doch ganz gut, glaube ich. Zwei Fragen noch. Wird es nochmal ein Reunion-Konzert Ruben Cossani geben? Ja, wir haben vor 1,5 Jahren mal drüber gesprochen, als Konrad bei mir zum Geburtstag gekommen ist und wir natürlich zu fortgeschrittener Stunde die alten Kamellen wieder rausgehauen haben. Aber ich habe gesagt, ach, vielleicht 5, 6, 7 Jahre, mal gucken. Ja, ich werde dich damit nerven. Und die nächste Frage noch, wirst du nochmal eine Band gründen? Ja, vielleicht. Also never say never. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich ganz gerne mit einer Sängerin vielleicht was machen. Okay, wir hätten jetzt nur die Sängerin Eddie Kante, der will sich gerne von dir produzieren lassen. Darüber könnt ihr ja später noch sprechen. Michelle, vielen Dank soweit. Wir sprechen uns noch. Da sind wir schon wieder bei Ann-Marlene Henning und du hast uns eine neue Idee mitgebracht, die du uns jetzt vorstellen wirst, sozusagen heiß, heiß, heiß ist das Shit, alle anderen Talkshows haben dich drum bemüht, bei uns packst du aus und zwar die Spielkarten. Was hast du uns mitgebracht, was ist deine neue Idee, Ann-Marlene? Ja gut, die Idee gibt's ja schon lange, diese erotische Spiele. Ich finde nur immer, dass sie zu schnell gehen. Ne? Da zieht man eine zufällige Karte und muss gleich die Hose runterziehen und geblasen werden. Will das jemand? Naja, der eine sagt so, der andere sagt so. Also, okay. Also es ging mir zu schnell. Also, ja, genau. Nein, ich sitze ja nur mit vielen Paaren in der Praxis und so oft sagen sie, oh, gibt es da nichts, was so als Hilfe oder was wir in die Hand nehmen können, was uns einfacher macht, den anderen zu verführen? Nichts, das in die Hand nehmen. Unser Publikum ist jetzt außer Rand und Band hier. Nein, also das Problem ist, wenn ich das erklären will, ich habe ein langsames Spiel entwickelt. Das hört sich so langweilig an, oder? Nö, sag doch langsam. Mal, um was es geht. Wenn's am also Schluss es ist einfach ausgezogen ein erotisches, wird, ist ein Kartenspiel. Aha. Guck mal hier. Ja. Da ist auch eine Idee dahinter, dass die Bilder zum Beispiel nicht, da sind normale Menschen drauf. Und wir hatten erstmal das Problem, wir wollten keine Fotos, weil man die entweder dann so mag oder nicht mag. Und deswegen haben wir Illustrationen und das, ja, du ahnst das, man muss die zweite Hälfte finden. Ja, muss die zweite Hälfte finden. Hast du eine Hälfte? Ja, ich hab eine Dame mit leicht bekleidetem hier, Unterteil. Diese, man hat das Problem mit den Mikros, das ist wie im Spiel. Guck mal, du hältst die und jetzt halte ich die. Ja. Und jetzt müssen wir, guck, jetzt müssen das wir, ist männliche Intelligenz. Na, herzlich. Ja. So, wer ist wo? Deiner ist auf dem Kopf. Meine guck mal, ist auf guck dem mal, Kopf. Meine, ja. Ach so, da steht ja auch 6. Ja. Ja, das wäre ein wow. Motiv. Ah. Guck mal, mit mir klappt das noch, Ann-Marlene, weißt du? Mhm. Ne? Sehr ja. Schön. Nein, also das ist auch zu diesem Zeitpunkt nicht so wichtig, wie die Spielregeln sind. Aber ich möchte es so machen, dass die Handlungen, die man ausführt, nicht gleich irgendwelche wilden sexuellen Dinge sind, sondern erst gefährliche Fragen. Die Intimität auslösen, das wunderbare Wort, dass man was vom anderen erfährt, was man nicht weiß. Also Fragen, die vielleicht leicht gefährlich sind. Viele Paare sprechen Dinge nicht aus oder oft habe ich in der Praxis… da wollte ich gerade nachfragen, ist wahrscheinlich eine Idee, die aus dem Alltag in absolut. Der Praxis gekommen ist. Bei dir also oft sitzen Leute da und sagen, ja, weiß ich eigentlich gar nicht, ob er… Und ich sage, er ist ja da. Frag ihn. Oh, ja. Ja. Und damit fängt es an, also die ersten Runden sind nur, da zieht man bei bestimmten
Handlung, also das Spiel geht los und man zieht dann Fragen, die eher auf dieser Ebene erst sprechen oder Fragen beantworten, aber jetzt nicht so träg, therapeutisch, erzähl mal was, nein. Sondern da geht's ab. Ja, und das, dann gibt es sexuelle Fragen, also das ist die zweiten Karten, die man ziehen kann, die sind auch nur Wissensfragen. Weißt du, findet dein Partner, dass wir zu wenig küssen? Das ist ganz leicht alles und irgendwann kommen die Handlungsfragen dann ins Spiel. Die gehen aber nicht ums Steckrein und Blas, wie ich gerade gesagt habe, sondern eine gefühlte Minute, zum Beispiel eine Po-Massage für eine gefühlte Minute oder riechen am Hals des anderen eine gefühlte Minute. Und es gibt auch noch ein paar, die ein bisschen weitergehen. Ja. Also das ist jetzt sehr oberflächlich erklärt, aber also dann geht es so die Oberschenkel ja, vielleicht, also aber nicht an den Punkt, du weißt, diese ja, Buhle, ja. Iboxerne, ja. Nicht an die Wölbung in der Hose, sondern nur nah dran, also langsamer. Wie eine so eine feine Speisekarte, Erotik, also okay, kennst du den Spruch? Oh. Porno, nein, Erotik ist, wenn man mit einer Feder streichelt und Porno ist, wenn man, oder harter Sex, wenn man das ganze Huhn nimmt. Das hab ich auch nie und mein das Spiel ist die Feder. Mein Spiel ist die Feder. Das so. Ist ein dänisches Sprichwort. Ach, sag, und weißt du was, darf ich noch was sagen? Ja. Wer gewinnt, ne, der kriegt noch 3 solche interessanten Handlungen und muss eine Hausaufgabe sich für die Woche überlegen. Mhm. Oder darf. Ich würde meinen verlieren lassen, damit er eine Hausaufgabe machen muss. Ah, okay, daher weht der Wind. Gewinnen lassen. Gewinnen. Ja, sorry. Das Kartenspiel braucht Crowdfunding und es braucht noch Leute, die sich ablichten lassen, denn da sind ja wunderbare, ganz tolle Zeichnungen drauf, die aber von echten Menschen erstmal dargestellt werden. Wie kriegst du die Leute oder können wir auch nochmal aufrufen? Ja, also ich nimm die jetzt schon mal, weil 2 von denen hier bin ich drauf. Und meine und Assistentin. Und ich sag jetzt nicht welche, die sind weg jetzt. Mhm. Nein, ich sehe auch genau, wo sie stecken. Ja. Der guckt an Orte. Ja. So, wo kriegst du denn die Paare? Also, ich habe tatsächlich mehr oder weniger die halbe Familie und auch interessanterweise fragen auch Leute oder sagen, oh, das habe ich nichts gegen, du kannst meinen Hintern haben. Und so ist es entstanden, aber wir haben ja jetzt ein Crowdfunding, weil ich mir das nicht leisten kann, das jetzt zu beenden. Und da suchen wir noch 5 Leute, die Lust haben mitzumachen. Oder einfach per Mail. Also, und die Idee ist, überlegt euch, was ihr zeigen wollt. Ein schöner Rücken kann auch entzücken und wir brauchen Männer. Und die beiden Jungs, guck mal, hier, bewerben sich. Das ist doch, wir machen gleich nochmal, wenn die Show vorbei ist, eine Audition- und Casting-Tour hier bei uns im Saal im Cocoon. Sag mal, wie geht's denn weiter mit Make Love, Make More Love, Make Lots More Love? Wie sieht's aus? Gibt's Buch 3, gibt's eine 5. Staffel? Es gibt eine 6. Staffel, glaube ich, dann. Aber also es gibt wieder 6 neue Folgen und ich habe auch bald ein neues Buch und da geht es tatsächlich mal endlich um die Praxis. Das Buch heißt Liebespraxis und ich versuche zu beschreiben, was eine Sexologin wirklich macht. So, dass keiner mehr danach fragt, ist man da nackt? Fasst man sich da an? Ist es pervers? Da sind Fälle drin und auch sehr viel so über Dänemark, Deutschland, die Unterschiede, wie wird man Sexologin und ja, ich glaube, das wird ein sehr spannendes Buch. Deswegen haben wir es auch gerade verlegt. Ich stand unter hohem Druck und ich habe es nicht rechtzeitig fertig bekommen. Es kommt in Mai. Jetzt, Mai 2017, geht es wieder. Genau. Alles klar. Vielleicht, Eddie Kante hat ja auch sein Buch mitgebracht und in die Kamera gezeigt. Kommst du einfach nächstes Jahr im Mai wieder, bringst das neue Buch mit, vielleicht das crowdgefundete Kartenspiel und dann lass uns gegenseitig berühren, Ann-Marlene. Ja. Heute ist gratis Ratschlagabend, zumindest für unsere VIPs, gratis Ratschlagabend bei dir. Wir haben einen kleinen Tisch aufgestellt, da sind sie jetzt alle, Robin und der Eddie und der Michelle und haben vielleicht nochmal Fragen an dich oder Astrid womöglich. Ich möchte mich an dieser Stelle nur ganz herzlich bedanken, dass du unser Gast war. Sage Tschüss und Tack und hoffe, wir sehen, stimmt das? Wenigstens irgendwas gelernt, nee? Tag, nur Tag, Mangetag. Mangetag. Tschüss, Tag sind die Schweden. Es war gut. Vielen Dank. Ja, das war schwedisch. Ja, macht genau. Ja nichts. Aber danke. Ja.
Tag. So ich komme hier so durcheinander. Danke. Solange es nicht französisch war. Ann-Marlene Henning. Ja, böses Ding. Wir kommen zwischen Eddie und mich in unsere schöne, illustre Runde. Wir standen noch nie zu fünf zusammen. Ja, deine Schulklasse ist parat. Vielen Dank, dass du da bist. Eddie schaut, Eddie überlegt noch. Aber Michelle hat mir verraten, er hätte die Formel für den erotischen Film, Michelle. Ist das wahr? Ja, ich weiß auch nicht. Ich lag neulich morgens im Bett und ich habe mir gedacht, wenn ich als Regisseur wäre, würde ich einen erotischen Film drehen. Und zwar... Also, um es kurz zu sagen, also Erotik im Film langweilt mich zu Tode und ich glaube, das wäre vielleicht viel spannender, wenn eine Frau wird angeklagt des sexuellen Missbrauchs einer 17-Jährigen, einer Lehrerin, und sie wird im Gerichtssaal gelöchert mit Fragen und sie erzählt sehr explizit, was sie mit diesem Jungen macht. Und ich glaube, wenn man in diesen anderthalb Stunden so füllen würde, nur mit verbaler Erotik, das wäre viel spannender als irgendein Softporn oder Hardporn. Ann-Marlene, würde das funktionieren? Wie alt ist die Lehrerin? Die ist 21. 21? Ach, 21, ja, das ist ja sogar fast erlaubt. Nein, aber du hast recht, es findet ja alles im Kopf statt, in der Fantasie. Und je mehr man sieht, desto langweiliger eigentlich, weil es vielleicht gerade nicht deine Sehnsucht oder deine Erotik bedient. Also mit Sprache ist tatsächlich, es gibt viele erotische Literaturen, die funktioniert. Ein neuer Job für Michelle. Robin, würdest du den Film angucken? Wenn Michelle ihn gedreht hat. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also wenn er ihn natürlich gedreht hat, dann... Und arrangiert, weil er das kann. Also die Hauptrolle spielt... ach scheiße, jetzt fällt sie mir nicht ein. Wie heißt diese Hollywood-Schauspielerin? Scarlett Johansson? Ja! Oh, echt? Das war geraten! Sehr gut. Sie hat nämlich eine unfassbar erotische Stimme. Habt ihr mal die Originalstimme gehört? Hören wir uns alles an. Ich sehe Eddie noch von einer auf die andere Hufe scharren. Eddie, hast du noch Fragen? Nein, alles gut. Das ist ja stopp. Was ist pervers? Nichts, aber man könnte sagen, ja, Kinder und Tiere, aber sonst, wenn beide das wollen, was sie da tun, finde ich alles richtig und normal. Gut. Ja. Das ist, ja. Nein, das wollte ich nur hören, weil so sehe ich das auch. Pervers ist die Sache, was ich machen muss, aber nicht machen will. Das ist für mich pervers. Genau. Eddie und Ann-Marlene sind sich einig. Ann-Marlene, jetzt von mir noch die Frage, gibt es einen Universaltipp für eine Frau und einen Universaltipp für einen Mann, der die mit einer Frau glücklich zusammenleben will? Das Gleiche gilt für beide. Sag doch mal was. Alles klar. Merken wir uns. Sprecht miteinander. Ich lasse euch hier noch in Runde stehen, denn ich gehe jetzt zur Bühne. Da läuft unsere Schlussnummer. Und zwar John Monday und Peter ist auch schon auf der Bühne. Da sind sie. Ich dränge mich dazwischen. Moment. Es wird noch aufgebaut. Guten Abend. Na, alles ich finde mein Mikro nicht mehr. Möchtest du meins haben, Peter? Ja, und du wirfst es mir dann rüber. Du kriegst mal mein Mikro. Hier sind plötzlich so viele Mikros. Entschuldige, ich finde meins nicht mehr. Aber macht ja nichts. Wenigstens die Band ist da. Dominic Harrison am Schlagzeug, Ole Müller, Nikita Grabin und Adrian Burg. An der Gitarre. Zusammen sind sie John Monday. Adrian, wie habt ihr euch denn gefunden? Bitte schön. Wir haben uns kennengelernt bei unserem Musikstudium an der Hamburg School of Music vor 2,5 Jahren. Ja, 2,5 Jahren. Und ihr habt gleich gesagt, das müssen wir machen, da nützt gar nichts, wir müssen eine Band gründen. Ja, genau, so ungefähr war das. Ich war mit dem Herrn Sänger Nikita Grabin vorher noch solo unterwegs, also zu zweit akustisch, aber dann haben wir diese beiden wunderschönen jungen Männer kennengelernt und uns war gleich klar, das ist er. Liebe auf den ersten Blick. Auf eurer Homepage steht, ihr seid musikalische Brüder von Quentin Tarantino. Wie kamt ihr denn auf diese Umschreibung?
Die kam nicht von uns. Das hat jemand mal gesagt im Interview in irgendeinem ganz, ganz großen Sender auf dieser Welt. In Amerika, glaube ich. Nein. Wir lieben Tarantino, wir lieben diese Filme. Wir haben es ja ansonsten sehr schwer mit gemeinsamen Geschmack haben, außer bei Musik. Was aber trotzdem sehr interessant ist, dass wir eigentlich ganz unterschiedlich sind und immer verschiedene Meinungen über alles haben. Aber Quentin Tarantino, da hat niemand eine Frage. Wir sind sehr gespannt, wie sich das musikalisch jetzt anhört und ich gebe ab zu Astrid, die noch folgende Ansage zu machen hat. Nämlich sind John Monday auch Teil des BID-Reeperbahn-Projekts. Wir spielen unser Lied, ihr spielt unser Lied, sie spielen unser Lied, The Sound of St. Pauli. Und im September kommt die Compilation raus mit den Hits auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Und jetzt John Monday mit Donna und vorher verabschieden wir uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. She wanna go. 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 She wanna go.
Danke sehr.